und herzlich willkommen zurück zu Durchgeknabbert Dark Souls 3. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den No-Pro-Bro nennen, wenn ihr wollt, denn obwohl im letzten Part der Lindwurm drin war, haben wir uns irgendwie durchgeprogelt. Leider haben wir uns danach von einem PvP-Gegner verprogeln lassen und irgendwie fühlte ich mich bemogelt. Aber jetzt müssten wir uns das Gebiet erstmal vollständig angucken, denn wir sind hierhin teleportiert worden und wissen noch gar nicht, was hier alles los ist. Wie ihr seht, ich habe keine Seelen mehr, ich habe die ausgegeben, ich habe das für Lebensenergie ausgegeben und ich habe meine Estus-Flask erweitert. Ich habe jetzt 10 Lebensflakons, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe das offscreen gemacht, damit ihr nicht zu viel von diesem Menü-Huschereien seht, liebe Leute. Ja, das dachte ich mir so. Vision von geplanter Begegnung. Ja, das habe ich doch schon das letzte Mal gesehen. Ich hoffe, jetzt werde ich nicht mehr PvP'd, aber ich dürfte eigentlich nicht. Ich bin nämlich nicht mehr entkindelt. Da hinten ist das letzte Mal jemand aufgetaucht. Genau. Oh, der sieht aber wieder wie der erste aus, dem ich begegnet bin, oder? Na, ja, der weicht schon aus. Sieht trotzdem wirklich... Warum konnte ich den jetzt nicht anvisieren? Irgendwas ist hier gerade mit meiner Ausdauer ganz komisch gewesen. Okay, also definitiv kein... kriege ich was dafür? Definitiv... Kein Spielergegner, aber da kommt direkt ein neuer. Also ich weiß gar nicht, ob das so gut ist hier, dass ich nochmal gegen die kämpfe. Was ist bloß mit euch los, Jungs? Sieht fast aus wie so ein normaler, wie so eine Art, so ein normaler Lothric-Ritter, oder? Aber hier oben kam dann auch gleich noch einer und ich weiß ganz genau, hier oben hatte mich noch jemand beballert. Okay, wir sammeln erstmal das hier ein. Genau, da schießt jemand auf mich. Ich glaube, ich muss mich direkt heilen. Ist das der Beschwörer von dem Ganzen oder was? Hi, du Omi. Oh, die Omi ist ganz schön schwach. Also zumindest von der Defensive her. Okay, alles klar, die ist weg. Ach, das ist eine Drachen-Omi. Habt ihr das gesehen? Die geile Drachen-Omi. Okay, Leute. Das letzte Mal hatte mich hier oben noch einer angegriffen. Der ist vermutlich jetzt nicht gekommen, weil ich den anderen nicht erschlagen habe. Soll mir noch recht sein. Hier kommen wir durch. Erstmal ganz kurz gucken. Soll ich den anderen noch irgendwie erschlagen? Woher kam denn diese komische Glocke, die da eben gebimmelt wurde? Überall sind hier Drachenstatuen. Sind das die ganzen Leute, die sich hierher teleportieren lassen haben? Dunk. Okay, hiermit kann ich nichts machen. Hier ist ein Portal. Gehen wir mal kurz hier entlang. Achso, hier geht's nicht weiter. Da gehen wir mal kurz hier runter. Das wird aber der Hauptweg sein, oder? Oh, das ist ja Nachricht. Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe mit deiner Nachricht. Du bringst mich ja völlig durcheinander. Okay, hier unten sind wieder viele Gegner. Okay, ich gehe lieber erstmal oben entlang. Sorry, ich bin jetzt gerade so ein bisschen chaotisch. Ich bin auch noch ein bisschen müde. Ich muss das immer so ein bisschen... Die Aufnahmesitzung muss ich irgendwo immer reindrücken. So ein bisschen. Und dann bin ich immer so ein bisschen verwirrt. So, aber ich wollte erst hier reingucken. Ist der Ritter da unten? Nee, der ist noch da. Okay. Hier ist ein Gegenstand. Titanichu. Oh. Alter. Walter. Ich will hier weg. Ist das fies. Ich hatte überhaupt keinen Platz. Ich hätte was trinken sollen, anstatt mich weiter zu rollen. Aber die haben mich quasi rausgedrängelt. Oh, das ist hier gemein. Na gut, dann müssen wir da nochmal rein. Zack, 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 zack. Lebensenergie weg. Naja, schade. Ja, ich habe ja gesagt, mit den nächsten Levels, die ich sonst noch bekomme, ich habe ich könnte eigentlich den Schild des Verlangens nochmal eine Runde reinnehmen. Wie ist das mit den Sachen hier? Ring der Gunst, ja, Pyromantie enorm, Estuslock, nee, das brauche ich, glaube ich, erstmal nicht mehr. Dann nehme ich lieber das, was mich langsam regeneriert. Und hier nehme ich mal das mit den Gegenständen rein. Kann ich mich noch rollen? Ja, kann ich. Super. Den ignoriere ich mal komplett hier oben. Ich möchte mich an den beiden rächen und meine... Huch, wieso bist du denn jetzt hier oben? Oh, gemein. Der ist einfach ausgewichen. Ach, richtig. Da war ja noch wer. Da war ja noch wer. Ah, nicht ausgewichen. Sehr schön. Sehr schön. Alles klar. Und wir hören wieder diese komische Glocke. Aua, Glocke im Hintergrund. Der Ball hat ganz schön viel auf mich, muss ich mal sagen. Okay, aber ich schätze mal... Ja, der hat schon wieder einen beschworen. Der hat wieder einen beschworen. Das ist der hier. Ah.
Und fupp. Schnell Schwert rein und snipp. Okay. Jetzt kurz hier weg, denn ich weiß nicht, wo der beschworen wurde. Ah, sehe ich jetzt nicht. Sehe ich jetzt nicht. Ich muss ein bisschen was trinken. Ach, da hinten steht er doch mit einem großen Hammer, glaube ich, oder sowas. Dann können wir uns mal kurz angucken, wie stark der ist. Hm. Hier war ich ja auch noch nicht. Ach so, ich habe eben sowieso die Seiten verwechselt. Nee, ist kein großer Hammer, ist nur wieder so ein Ritter. Hm. Na gut. Wenn du denn meinst, kleiner Ritter. Ah, einmal ist er ja ausgeglichen, ne? Oh ja, das war nicht so gut. Doch, es ging. Oh, ich verbrauche so viel Magie. Eigentlich könnte ich nochmal ein bisschen extra Magie gebrauchen. Alles klar. 4800 geben die. Ja, aber ich meine, was bringt uns das jetzt gerade? Ja, wir brauchen, glaube ich, 70.000, 72, 75 Milliarden. Okay, ich roll kurz raus und wieder rein. Um überhaupt aufzusteigen. Ja. Puh. So, das war's schon mit dir. Puh, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. So, aber so war's das mit dir. Muss man den Sound gerade ein bisschen lauter machen. Richtig, da waren ja zwei von euch. Schnipp, schnipp, schnipp. So, dass ihr mich eben verprügelt habt, das ist mir schon fast ein bisschen peinlich, Leute. So, aber war ja auch eine blöde Falle. Ich muss den Sound nochmal ein bisschen lauter machen. So ist viel besser. Okay. Hier sieht's nicht so aus, als gäbe es hier ein Geheimnis zum Runterfallen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe wieder rein und check erstmal die andere Seite. Also irgendwie beschwört das der Typ auf der anderen Seite, oder? Das, also der Typ, den ich da verprügelt habe, der hat das beschworen. Aber warum tut er so? Gehen wir kurz. Keine Falle? Keine Falle? Nö, sieht friedlich aus. Oh, da geht sogar ein Stückchen runter. Ist das nicht der Weg? Klar, das ist doch der Weg, den ich gelaufen bin, um den Drachen zu besiegen, oder? Ich denke schon. Da ist ein Feind. Was bist du denn für einer? Oh. Was bist du denn für ein Vieh? Hi, ich finde dich total cool. Lass uns nicht streiten, auch wenn ich dich gerade mit Feuer beworfen habe. Oder lass uns doch streiten. Cooles Ding. Keine Ahnung, was das sollte, aber es ist cool gewesen. Ha. Gibt's nix? Doch, eine Titanitschuppe ist es. Boah, ich weiß leider nicht, wo ich lang gehen soll. Es gibt wieder zu viele Wege hier. Ah. Okay. Oder gibt's nur noch den Rückweg? Oder was soll das alles bringen hier? Nee, das ist wieder... Ach so. Das ist der Eingangsraum. Hier haben sie dieses Vieh beschworen. Okay, alles klar. Ist nur ein Rundweg hier. Richtig? Ja. Dann gehen wir hier nochmal unten entlang und dann... Ach so, da oben geht's auch noch entlang. Oder kam ich da gerade her? Nee, wo ist das denn jetzt schon wieder? Da oben... Nee, das ist der Rückweg, den ich gerade hatte. Von der linken Seite kam ich her. Ja, ja, gut, alles klar. Entschuldigung, ich war kurz ein bisschen verwirrt. Wie ihr vielleicht schon wisst, mein Orientierungssinn ist nicht unbedingt der allerbeste. So, und das ist dann der Hinweg. Ja, klar. Aber bringt mir das dann noch irgendwas? Ich könnte natürlich jetzt gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Das ist ganz klar. Ah, hör mal auf, abzuwehren. Wir stechen dich jetzt ab. So. Allerdings habe ich ziemliche Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, vor diesen großen Typis hier. Die sind ja doch sehr gefährlich. Dong. Das glöckt. Warum glöckt es nur so schlimm? Nee, das ist ja ein kleiner. Den muss ich vielleicht gar nicht... Zip, zip, zip. Da unten ist ein großer. Hui. Und da ist irgendwas entlang geflogen. Das wollen wir nicht haben. Hui. Alles klar. Das prallt da ab. Ich weiß nicht, wie mache ich den am besten? Ich könnte ihn herlocken, aber diese Flammen im Nacken sind echt nicht schön. Na, jetzt habe ich ihn da. Uiuiui. Oh, oh, habt ihr gesehen, wie weit das Ding kommt? Okay. Hup. Kann man dich abstechen? Nee, kann man leider nicht. Hup. Hup. Oh. Das Ding kommt später an, als man denkt. Und dann macht es sogar nochmal Schaden. Oh. Und ich glaube, ich heile mich lieber nochmal. Die sind echt gefährlich, die Viecher. Die sind echt gefährlich.
Schmitz! Alles klar. Also vor denen habe ich Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind gefährlich. Große Titanitscherbe. Wenn eine kleine Titanitscherbe mal ein bisschen zu klein ist, liebe Leute. So, da oben wartet noch so einer. Aber ich glaube, der andere wirft nicht, oder? Oh, richtig, da war ja was. Ja, schwupp. Der schießt auch so ein bisschen durch die Wand durch. Ich hoffe, der fällt da nicht gleich runter. Also der hier wartet auf jeden Fall ganz fies. Ich glaube, hier muss ich durch. Ah, da ist schon der nächste. Okay, den können wir abstechen. Super! Ja. Okay, alles klar, dann gehen wir kurz hier hoch. Denn da wartet der Feuerspeier. Au! Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen Probleme mit meinen Kameraeinstellungen. Immer wieder geht mir der Fokus hier verloren, ohne dass irgendwas dazwischen kommt. So, genau. Mit dir wollte ich mich noch anlegen. Komm mal her. Genau, Schnips. Huch! Na gut, dann machen wir es halt so. Wo ist meine Ausdauer hin? Wo ist meine Ausdauer hin? Hat er mir das mit seinem komischen Langhalsschlag weggenommen oder was? Gut, noch eine große Titaninscherbe. Und das ist einer von den großen. Ich glaube, den ignoriere ich jetzt. Da gehe ich jetzt mal dran vorbei, denn hier oben war ich ja schon. Das habe ich mir schon angeguckt oder habe ich da irgendwas übersehen, womöglich. Ich war vielleicht nicht an der Außenseite. Das müsste ich doch nochmal schauen. Der hat mich das letzte Mal, glaube ich, ziemlich fies angegriffen. Na gut, seien wir mal echt feige. Und schwung. Und. Oh oh, schon leer. Okay, ich glaube, ich gehe mal lieber an die andere Seite. Und nochmal. Okay, und nochmal. Ich kann gerade nicht. Ausdauer. Und tschung. Okay, das müsste es eigentlich gewesen sein. Zumindest fast. Keine Chance, mein Freund. Keine Chance. Okay, große Titanitscherbe. Ja, davon kriegen wir natürlich massig, aber wir können sie im Augenblick nicht wirklich gebrauchen. So, haben wir hier irgendwas übersehen? Hat sich dieser Kampf gelohnt oder war das einfach nur für die Show? Liebe Leute, ich fürchte, es war nur für die Show. Ich sehe nichts, was sich hier irgendwie lohnen würde. Ach Mist. Na gut. Aber es gab hier doch relativ viele Verstecke, wo ich nicht so richtig suchen konnte. Weil es einfach zu eng wurde. Ach, da unten stehen sogar zwei, glaube ich. Ja. Die haben mich, glaube ich, überfallen das letzte Mal. Den habe ich schon umgebracht. Ich gehe jetzt einfach nochmal ganz in Ruhe zurück und schaue, ob ich irgendwas übersehen habe. Mich wundert so ein bisschen, wie wenig Belohnung es hier gab. Oder habe ich einfach nur nicht aufgepasst, dass ich irgendwas Gutes bekommen habe und habe es gar nicht richtig gemerkt. Kann schon sein. Ah, das habe ich schon befürchtet. Wir machen einen Schlag, damit ihr beide so ein bisschen... So, und dann... Oh. Ich wollte eigentlich nur mit meinem Dunkelschwert einmal reinhauen. Dann haben sie aber nee gesagt. So. Okay, und jetzt bist du aber auch weg. So, alles klar. Ihr Ärsche. Könnt nicht einfach meinen Plan so kaputt machen. So, einmal hier runterrollen. Das habe ich schon aufgesammelt. Tja, kein Plan. Da hinten war ich noch nicht wirklich drin. In Bewegung bleiben. Ja, der hat mir schon geholfen. Da hinten war ich noch nicht drin. Das stimmt. Dann versuchen wir uns erstmal... Ja, ich sehe einen Gegenstand. Ha! Ah, wundervoll. Und ich sehe ein Schwert in deinem Rücken. War eigentlich eher ein Po, aber hey. Ist ja deine Sache, wo du dir das Schwert hinsteckst. So. Titanitbrocken. Sehr schön. Okay, und was noch? Zeit für Springen. Bist du blöde? Ich glaube, du bist blöde. Oder? Bist du blöde oder gut? Ich glaube nicht, dass man hier runterspringen soll. Leute. Herz voraus. Oh, ich sehe auch eine Leiter. Ja, okay. Gut, dann haben wir doch noch was gefunden. Schön. Hier hätte einen der Drache aber wahrscheinlich gegrillt, wenn man Funkeltitanit. Ah, schade. Ich dachte, wann kriegt man denn hier mal so einen Titanite Chunk? Also so einen großen Brocken. So einen ganz großen für die letzte Stufe des Schwertes. Denn ich glaube, das geht nur mit diesem Chunk-Dingsen. Und ich habe, glaube ich, auch keins. Das wäre voll schade. Ach, Leute. Na, was willst du so? Uiuiui, wäre fast schief gegangen. Schneller, kleiner Bohr.
Sturzangriff. Hä? Von hier? Nö, das glaube ich nicht. Okay, und damit sind wir schon fast wieder komplett zurück. Aber das ist ja ganz gut. Dann haben wir das ganze Gebiet abgesucht. Hier hinten war ich noch nicht, glaube ich. Da hatte ich mir nicht die Zeit nehmen können. Ach, da ist auch noch ein Gegenstand. Ah. Plüm. Blitzrune. Oder Urne? Ich habe gar nicht genau nachgeguckt. Urne oder Rune. Irgendwas ist es vorbei. Irgendwas ist das schon. Alles klar. Wie wäre es, wenn du mich jetzt attackierst, mein Freund, mit dem Schild? Du bist eigentlich nicht mein Freund. Deswegen muss ich mein Schwert in dich reinstecken. Oh, das war keine Absicht. Dann machen wir es so. Eigentlich wollte ich in den Schild wegtreten, aber es hat nicht funktioniert. Da unten sehe ich noch einen Gegenstand. Wie komme ich denn da unten hin? Einfach hier unten entlang und dann zur Seite runterspringen oder was? Oder von da... nee, von oben komme ich doch nie da lang. Ja, ich habe dich nicht vergessen. Tut mir leid. Okay, schön reingesteckt. Und jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Du bimmelst immer, gell? Ah, dumm. Okay, ich kann dich nicht schlagen. Dumm. Alles klar. Aber da unten hatte ich noch diesen Gegenstand gesehen. Kann ich da eigentlich irgendwie noch hoch? Nee, ne? Ich habe ja mich nur einfach erschießen lassen. Es gab ja keinen weiteren Weg hier, denke ich mal. Nee, also zur Seite auf jeden Fall nicht. Oh, das ist der Ring. Kann ich hier durch? Ah ja, super, super. Den muss ich gleich noch loben. Ich habe das zwar eben auch so ein bisschen gesehen, aber es ist schön, die Bestätigung zu haben und das auch wirklich ausprobieren zu können. Flupp. Hartstahlring. Wenn normaler Stahl mal nicht hart genug ist. Okay, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Ich schätze mal, das ist was für die Verteidigung. Wie sah der aus? Wie harter Stahl, würde ich mal sagen. Aber ich sehe es gerade nicht. Moment, ich gehe es mal so durch. Dong. Die Glocke klingelt fröhlich vor sich hin. So, Hartstahlring, da. Erhöht physische Schadensminderung. Ja, das war zu erwarten. Alles klar. Dann ein bisschen Hartstahlring für mich. Aber ich werde ihn erstmal nicht anziehen. Es sei denn, es geht mir mal wirklich sehr, sehr schlecht, liebe Leute. Einmal hier hoch. Ja, also ich merke schon, ich verbrauche so viel Magie, dass ich fast noch einen Flakon mehr auf Magie setzen könnte. Denn ich kann nur so 3-4 Mal zaubern, bis das leer ist. So, hier unten war irgendwo der... Oder? War das nicht hier unten irgendwo? Der Gegenstand? Ja, da ist er doch. Komme ich da von der Seite irgendwie hin? Oder was? Oder wie? Habe ich das eben übersehen, als ich das letzte Mal hier war? Oh, da ist noch so ein großer. Den ignoriere ich jetzt mal. Damit ging nur das Tor auf. Hä? Okay. Okay, du bist weg. Noch eine große Titanitscherbe. Dann kann ich doch hier bestimmt einfach... Ach so. Oh Mann. Ich war aber auch ein Blindfischer. Zum Blitzklauenring. Okay. Verstärkt Blitzschaden, verringert Abwehr. Das haben wir ja schon in Magie- und Feuerversion. Was? Hatten wir da nicht sogar noch einen mehr? Ich guck mal ganz kurz. Ja, hier. Magie, Blitz, Feuer und Dunkel. Natürlich. Alles klar. Ist mir aber das momentan nicht wert. Ich bin sowieso schon eine Glaskanone. Also ich hau ordentlich Schaden raus, aber mich kriegt momentan jeder mit Leichtigkeit klein. Jeder noch so schwache, schwächliche, erbärmliche Gegner und Feind. Deswegen möchte ich das nicht weiter übertreiben. So, ich würde mich ganz gerne an diesen hier heranschleichen von der Hinterseite. Denn da oben wartet, glaube ich, noch einer. Ich mache den gerade nochmal. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwas zum Aufrüsten von Gegenständen. Das hätte ich ganz gerne noch. Ansonsten scheine ich die Gegend hier abgesucht zu haben. Und dann geht es erstmal im normalen Gebiet weiter. Aber das hat sich gelohnt, hier nochmal zurückzugehen. Ja, die Gegner sind natürlich relativ feuerresistent, wie es aussieht. Dankeschön. Denn normalerweise macht dieser Zauber noch mehr Schaden an meinen Gegnern als das hier. Aber er ist stark genug, muss man sagen. Oh. Oh. Ja, das war zu erwarten. Er hat mich runtergeschubst. Ach so, okay. Wir überleben das aber. Hui. Okay. Ich dachte, da wäre jetzt ein richtiger Abgrund gewesen. Der ist aber wütend. Und die Kamera macht wieder wilde Dinge. Okay, und Schnitz. Schnitz. Oh, von denen habe ich aber doch ganz schön Schiss, muss ich sagen. Ach, gefährliche Feinde. Alles klar. Wir haben es aber überlebt. Oh, da kommt sogar noch einer an. Was willst du denn?
Okay. Kein Gegenstand für uns. Dann machen wir dich vielleicht noch, weil du so schön da rumstehst. Lässt sich natürlich auch nicht ganz besiegen. Und macht nur wieder Feuer. Ach so, das war so einer... So ein Distanzheimer. Okay. Große Titanitscherbe, dankeschön. Ach, ich kann die aber nicht gebrauchen, das ist total schade. Also, es gibt ja inzwischen zwei bessere... Was sagen die? Hurra vom Mond. Ach so. Okay, die bieten alle den Mond an, prima. Da, der wäre bereit. Ach, da ist die Sonne. Guck mal, Sonne und Mond vereint. Yeah. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich reise mal ganz kurz in den Feuerbandschrein. Denn ich möchte dort ganz kurz gucken, ob ich mein Schwert noch aufrüsten kann. Ich finde es ein bisschen schade. Ich würde gerne mein Chaos-Schwert und das Dunkelheitsschwert beide auf maximale Stufe bringen. Möglichst zumindest. Momentan kann ich nur das Chaos-Schwert... Nein, nur das... Chaos und Feuer ist, glaube ich, das Gleiche. Ich meinte Dunkelheit und Chaos. Also Chaos ist ja Feuerschwert. Ich kann momentan nur das Dunkelheitsschwert weiter hochstufen. Also ich kann hier nicht aufleveln, wie ihr seht. Ne? Also mir fehlen noch 10.000, 11.000 sogar. Mir fehlen allerdings die Ressourcen dafür. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass in diesem Gebiet vielleicht ich so ein paar von diesen Ressourcen bekommen würde. Okay, Waffe verstärken. Hier, Titanitbrocken. Uiuiui, das einmal geht's aber noch. Das ist schön. Das ist schön. Aber es macht gar nicht mehr viel aus, muss ich mal sagen. Guckt mal. Nur 4 Punkte physischen Schaden. Obwohl, unten ist es viel besser. Unten ist es viel besser. Da haben wir einmal 5 Punkte und dann nochmal ganz viele Punkte. Wir nehmen das auf jeden Fall. Fump. Okay, aber wir haben Titanitscholle, genau, so heißt das Ding. Das habe ich leider nicht. Das hätte ich aber gerne. Na gut, ist egal. Was haben wir hier? Feuriges Uchigatana können wir momentan... Ja, wir könnten das weiter aufleveln, aber das bringt uns nicht viel weiter. Wo ist denn mein... Ach so, das war dieses hier, genau. Das chaotische Astora-Großschwert. Ich könnte noch einen Gegenstand chaotisch machen. Ja, wir können das hier einmal verstärken. Also, wo kriege ich denn Titanitbrocken her, damit ich da noch ein bisschen mehr rausholen kann? Ich würde gerne noch eine schnelle Waffe chaotisch gestalten, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann habe ich noch meinen Bogen. Ach, den könnte ich... Große Titanitscherbe. Oh, da habe ich aber viele noch übrig. Ja, hier, komm. Friss dies, nimm das und, nö, das hier tue ich lieber hier rein. So, flump, jump. Okay. Ja, ich bin vorsichtig. Okay, dann wollte ich nochmal ganz kurz hier gucken, Gegenstand kaufen. Also, ich habe schon so viel übersehen, das ist echt traurig, Leute, das ist echt traurig. Nee, die verkauft immer noch nur die kleinen und die großen Titanitscherben, sehr schade. Die Titanitbrocken und Schollen, die hält sie mir leider vor, Leute. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal in das Gebiet, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Achso, ich könnte eigentlich mich nochmal hier so ein bisschen entzünden. Flump, damit ich mich auch ganz gewiss wieder invaden lassen kann und damit ich gleich wieder verprügelt werden kann. Ach, liebe Leute, das ist wirklich schwierig für mich. So, Drachentöterrüstung war das, glaube ich. Ja, wir gehen mal kurz hier hin. Denn ich glaube, ich habe hier noch nicht alles abgesucht. Ja, wenn ich jetzt gleich wieder invaded werde, dann habe ich halt Pech gehabt. Also ich sehe wirklich nicht besonders viel Licht, wenn ich mich nicht direkt auf PvP auslege mit diesem Charakter. Ich glaube, da hat man einfach nicht so wahnsinnig viele Chancen. Man muss das richtig, richtig üben. Und deswegen ist das für mich im Grunde genommen so eine Art 100% Tod, wenn ich hier wirklich invaded werde. Zumal ich halt auch wirklich immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe. Also ich versuche immer so ein bisschen dieses automatische Zielen auszuschalten, deswegen sahen meine letzten Kämpfe alle so etwas arg komisch aus. Und dann versuche ich eben diese Feuerkugel irgendwo auf den Boden zu klatschen, damit die Leute sich erschrecken, aber es funktioniert halt auch nicht so gut, wie ich möchte. So, da geht es, glaube ich, weiter, oder? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, oder war das der Eingang? Nee, das ist der Ausgang, das ist der Ausgang. Also da müsste der normale Weg weitergehen. Das heißt, hier geht es nochmal zum zum eigentlichen Eingang, aber vielleicht, also ich sehe jetzt schon da oben einen Gegenstand. Vielleicht habe ich nicht alles abgesucht, wollte ich gerade sagen. Da ist ein Abzug, wenn ihr versteht, was ich wollt, beide. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich eigentlich herkam. Ich gehe erstmal den Abzug runter. So. Okay. Einmal schön hier runter, runter, runter. Einfach runter, runter, runter. Oh yeah, das wird schön. Okay. Also, ich schätze mal, das ist einfach nur ein Rückweg. So wie das aussieht.
Wo ist das? Ach ja, das erkenne ich wieder. Das ist tatsächlich ein Rückweg. Ich glaube, das konnte man vorher nicht benutzen. Na gut. Dann wollen wir uns mit denen nicht weiter anlegen. Interessiert uns nicht wirklich. Eine Abkürzung zum Haupteingang, wo die beiden Drachen saßen, wenn ich mich... Nee, das war nicht das mit den Drachen. Aber es ist auf jeden Fall ein Gebiet, in dem wir schon waren. Ganz ohne Frage. Ganz ohne Frage müssen wir nicht weiter rumsuchen. Okay. Die Richtung? Die Richtung. Okay. Okay. Huch, steht da schon wieder jemand? Ach nee, das ist nur eine Statue. Ich dachte gerade schon, da würde schon wieder ein neuer Boss stehen oder so. Gut. Hier? Ach, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Scheint also doch auch ein... Ich muss mal ganz kurz... Moment mal. Hier lebt noch was. Ich habe das Ding gar nicht umgebracht, hä? Huh? Ach, Herr Jemine. Wie komme ich denn da am besten runter? Kann ich das überleben? Ich mache erstmal so ein bisschen Feuer drauf. Pfung, pfung, plump. Nochmal. Pfung, pfung. So. Du bist tot. Und wie viel kriegen wir dafür? Immerhin. Oh, Titanitbrocken 2 und Glut 2. Alles klar. Ich versuch's mal. Mal sehen, ob ich den Sprung überlebe. Das ist zu tief. Nee, ist nicht zu tief. Ein Glück. Ein Glück. Ganz viel Glück gehabt. So, große Titanitscherbe. Sehr schön. Und Seele eines entmutigten Ritters. Tja, der ist wohl ein bisschen zu tief gesprungen, Leute. Dann müssen wir... Waren wir hier denn schon mal? Ich glaube nicht, oder? Es hat irgendwas hier gerade gemacht. Das macht mir ein bisschen Angst. Okay, ja. Ich weiß ja auch nicht, Leute. Wo ist jetzt... Ach, da ist noch ein Schatz. Hä? Ach, das... Foliant von Lothric. Cool, ein neuer Foliant. Sind Folianten nicht sogar für Pyromanten? Ach nee, Folianten können ja auch... diese Dunkelheits... Nein, Quatsch, diese... Also ich glaube, Schriftrollen sind Zauber, aber Folianten können Wunder und Pyromantie sein. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann komme ich wieder zu diesem mega starken Gegner da. Na gut, aber damit müssen wir leben. Der hat mich ja das letzte Mal ganz schön aufgeschlitzt, denn... Ja, hier sind nämlich diese fiesen Viecher. Nimm dies. Fung. Flams. Okay. Genau, der war das. Ich trau dir nicht. Boah. Wenn der schon so angerannt kommt, hä? Huh? Dumm. Okay, aber so ist er kein Problem. Okay, noch eine große Titanitscherbe. Danke dafür. Ich könnte den Ritter hier an der Seite auch nochmal eben bekämpfen. Einfach, weil er da steht. Nimm dies, du stehender Ritter. Okay, fast schief gegangen. Ja, du solltest den Schild vielleicht hochnehmen, mein Freund. Na gut, dann halt nicht. Nimm dies. Aha, jetzt denkst du dran, oder was? Jetzt denkst du plötzlich dran. Oh. Ich glaube, ich schlitz dich. So. Ja, die finde ich aber schon gefährlich, diese komischen Viecher mit dem Großschild. Die sind immer wieder eine echte Gefahr. Aber das ignorieren wir jetzt. Wir tun so, als würde uns das gar nichts ausmachen. So, der ist auch weg. Gibt uns aber, glaube ich, auch nichts. Nee, 88.000, wir können inzwischen wieder aufsteigen. Das heißt, jetzt muss ich wieder ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt frage ich mich nur gerade, habe ich da alles abgesucht? Nee, ich bin dann direkt runter und ich war hier, glaube ich, noch nicht drin. Ist das hier der Weg weiter oder ist das hinter dem Boss? Das sieht auch schon wieder so weit aus. Also so nach, hier geht's weiter. Na gut. Okay, rostige Münze. Also das scheint keine Mimik zu sein. Das wurde mir erklärt. Wenn die Kette nach vorne liegt, also quasi nach vorne offen ist, dieser Bogen hier, dann ist es eine Mimik. Wenn nicht, dann ist es keine. Scheint zu funktionieren. Alles klar. Gut, Titanitschuppe. Dankeschön dafür. Also ich habe ziemlich viele von denen jetzt. Ich müsste nur noch die richtige Waffe finden, um das auch tatsächlich auszunutzen. Dann hier vielleicht nochmal gucken, ob hier was Gefährliches ist. Keine Falle. Keine Falle. Das wäre doch eine perfekte Falle gewesen, Leute. Aber nein, die denken gar nicht dran. So, und es gibt roter Tränensteinring. Sowas hatten wir doch schon mal, oder? Was bringen die Dinger denn? Hier nachzugucken, das dauert ja nur noch länger. Nee. Ja, gucken hier nach. Roter Tränensteinring. Da. Verstärkt Angriff bei geringen TP. Ah ja, okay. Schön.
Alles klar. Aber ich laufe nicht so gerne mit geringen TP herum, deswegen werde ich den wohl nicht so oft tragen. Das heißt, eigentlich habe ich immer geringe TP, hä? Gilt das? Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Vorsicht. Nee, Vorrichtung und dann Aufzug. Aha. Ist ja toll. Und du? Ist das etwa oben oder ist das etwa unten? Hä? Was willst du? Vorrichtung bewegt sich nicht. Na gut. Dann mache ich erst... Vorrichtung bewegt sich nicht. Ah, scheint nur ein Rückweg zu sein. Mal wieder. Also nichts für uns. Nichts für uns, liebe Leute. Na gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Da ist immer noch einer von diesen komischen Drachen. Was habt ihr mir gesagt, wie die heißen? Irgendwas mit Schmetterling. Ein Schmetterling. Ich weiß es nicht ganz genau mehr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall sind das ganz süße Insekten, Leute. Ganz süße. So, dann gehen wir nochmal hier hoch. Waren wir hier schon mal? Das scheint mir neu. Ich bin jetzt einfach ganz so aus Intuition, also so aus dem Flow heraus die Leiter hochgestiegen. Aber das ist neu. Ist das jetzt auch ein Weg weiter? Oh Mann, das ist ja viel größer, als ich dachte. Na gut, das macht aber nichts. Eigentlich finde ich es sogar ganz cool. Ich wollte nur eigentlich jetzt hinter dem letzten Boss weitergehen. Hinter dieser Drachenrüstung. Ich schaue es mir kurz an. Wenn es mir zu weit geht... Ist hier noch was? Ja, da ist noch was. Wenn es mir zu weit geht, dann mache ich, glaube ich, das hinter dem Boss zuerst, weil ich habe ein bisschen Bock da drauf. Wir gucken jetzt trotzdem erstmal, was hier ist. Das sind doch bestimmt zwei Bogenschützen. Wollen wir wetten? Oh Mann, da ist auch noch was Großes. Ah. Okay. Ah. Swim! Okay, der macht aber nicht besonders viel. Das musste ich schnell ausweichen, ja, Leute. Zickzack, Leute. Zickzack hilft. Hui. Okay. Erstmal dich. Nochmal. So, ihr seid tot. So, er hat noch einen Gegenstand fallen gelassen. Den muss ich dringend mitnehmen. Titanitbrocken. Aha, endlich habe ich mal einen gefunden. Das ist geilo. Also, oh, noch einen von diesen Gegnern? Und kruder Edelstein. Warum haben die denn jetzt so viel gegeben? Respawnen die nicht oder so? Mal gucken. Geht das hier sehr viel weiter? Ah, da ist wieder... Ist das was da unten? Das ist eine Leiter, ja. Okay. Aber auch was Totes. Scheint so zu sein, dass es da unten gefährlich ist. Oder der ist einfach runtergefallen. Hier sehe ich nichts. Wenn der schon so davor liegt. Na gut, ich lese es. Scheinbare Wand voraus. 1162 Bewertungen. Moment, bevor ich ihn gut bewerte, will ich es lieber testen. Verdammt nochmal, schlecht bewerten. Ha, okay, mir wurde allerdings auch erklärt, es ist völlig egal, ob man das gut oder schlecht bewertet. Es wird einfach als Bewertung gezählt und derjenige, der bewertet wird, der erhält dann auch Lebensenergie zurück. Das heißt, man kann lügen oder helfen, wie man will. In beiden Fällen ist es eigentlich für denjenigen, der bewertet wird, positiv. So, Bücher sind hier ganz viele. Alles klar, ich sehe den Gegenstand, ich will nur erst noch ein bisschen testen. Ritterring. Ein Ritterring. Okay, wir schauen uns den Ritterring mal an. Hexenring verstärkt Pyromantienorm, dann ist Ritterring verstärkt das Schwert enorm. Oder? Oder die Rüstung. Eher die Rüstung, würde ich sagen. Wo ist der denn? Wie sieht denn der aus? Ach Mann, wenn ich mir mal merken würde, wie die Sachen aussehen, die ich aufhebe. Doch, ich glaube, ich erinnere mich, wie der aussieht, aber ich habe ihn nicht dabei. Doch, hier. Ritterring. Erhöht Stärke. Na gut, ja gut. Bringt uns jetzt nichts. Was hast du hier? Ich will hier raus. Oh je, ich glaube, der ist da hängen geblieben. Tja. Puh, da musst du einen Heimatknochen benutzen, mein Freund. Alles klar, hier scheint sonst nichts zu sein. Na gut, ich meine, für einen Ritter ist so ein Fund natürlich toll. Oh. Na, das ist nochmal so ein Typi mit einem großen Schwert. Zeit für gelobt sei die Sonne? Wieso das denn? Aber nein, mein Freund. Das ist nicht lobenswert. Der sitzt mit dem riesen Schwert da hinten und will mich vermutlich erschlagen. Puh. Und nochmal. Und puh. Okay, das sollte schon reichen. Jawohl. Huiuiuiui. Vor denen habe ich doch Angst. Wenn die im Nahkampf sind, dann sind sie auch gefährlich. Aha. Wieder keine Mimik, wenn das richtig ist? Jawohl. Okay. Tja. Titanitschuppe 3 sogar. Wow. Okay, nicht schlecht. Gelobt sei die Sonne, hä? Bist du am Altar des Sonnenlichts beten? Okay, dann machen wir das. Gelobt sei die Sonne. Ach, jetzt kann ich das lernen. Sonnenlichtmedaille darbieten. Ja klar, hier, nimm alle. Heiliger Schwur.
dem Eid jetzt noch tiefer ergeben, einen Rang erhalten. Dankeschön. Alles klar. Ich habe irgendeinen Zauber erhalten, der aber sehr nach Glaubenszauber aussah. Ich weiß, der Part ist vorbei, Leute. Ich höre sofort auf. Was war das hier? Angriff und Schadensminderung vorübergehend stärken. Wirker und Umgebung. Wow, okay. Klingt ziemlich geil, muss ich mal sagen. Klingt ziemlich geil. Kostet aber auch sehr viel. 65 FP. Wow, sorry. So. Ich gucke nochmal kurz hinter die Tür und dann höre ich vermutlich erstmal auf. Ich hoffe, das Gebiet ist nicht mehr so groß danach. Ach so. Ach, das ist sowieso nur der Rückweg gewesen. Ah, dann haben wir das schon. Dann ist das gar nicht so groß gewesen, das Gebiet. Dann ist das gar nicht so groß gewesen. Genau, das ist die Leiter, die ich hoch bin. Natürlich, alles klar. Ein Glück. Na gut, dann haben wir heute eben einen Part gehabt, in dem wir einfach zwei Gebiete vervollständigt haben. Wenn ich irgendwas Wesentliches vergessen haben sollte, sagt es mir. Bitte gerne danke. Denn das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte möglichst viel mitnehmen, wo ich doch schon so viele Quests versaut habe. Also sagt mir bitte Bescheid. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann geht's in diese Richtung hier. Ich werde in der Zwischenzeit übrigens mal meine Seelen ausgeben und vermutlich noch ein bisschen Lebensenergie oder Belastung oder sowas kaufen. Nur das hier ist West, liebe Leute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte. Aber ich habe leider viel zu kurze Arme und deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.